Ja, moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft Mine Colonies Let's Play. Ja, TMTMC Mod Pack und jo, er ist dürftig am Bauen, der Baumeister. Ja, hat ein bisschen viele Waren hier drin. Aber er braucht scheinbar ziemlich viel noch von hier drin. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Was macht er jetzt gerade? Müssen wir das nochmals kurz resetten? Gut, jo, da eben jetzt gerade sehr viel Bauen ist vom Baumeister, müssen wir mal, jo, einfach noch etwas nebenbei machen. Ich tue mal kurz resetten. Wie ging das nochmals? Wo ist das Teil hier? Bauarbeiten abbrechen, Bauoption Gebäude errichten. So, weil da hat es irgendwie Probleme mit dem Mod. So, wo ist der hin? Da. Gut, also ich glaube, er war schon vorher auf dem Weg. Das hätte es ja nicht gereicht, okay. Wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben, wenn wir die Welt betreten, scheinbar. Okay, aber jetzt geht er wieder nach oben. Ich will doch, dass das Hauptgebäude endlich gebaut wird. Sieht aus, also es ist halt einfach schlecht platziert vom Mod. Aber gut. Okay, jetzt. Ich weiß nicht, wieso er plötzlich da unten war, ist er teleportiert. Auf jeden Fall, oder es ist einfach auf einem Hügel und das sollte eigentlich stehen, wenn man das Haupthaus baut, weil man sieht ja gar nichts. Man setzt nur diesen Block hier. Also ja, diesen Arbeitstisch und jo, sieht nicht, wie hoch es ist. Also das müsste stehen. So 20 Meters. Metres. Also, dann machen wir doch mal noch ein paar Tiere hin. Was passt noch? Schafe. Einfach Schaf. Genau. Dann nehmen wir noch, was gibt es noch in der Kette? Ja, es sind einfach Füchse. Ja, im Lamas haben wir auch schon platziert. Wenn ich hier eingebe, dann kommt nichts. Einfach Ei. Ja, da gibt es aber viele Eier. Ganz viele Blöcke mit Ei hier unten. Was könnten wir? Frösche? Pferde? Pandas würden passen. Ja, Eisbären. Die gibt es ja auch in der Nähe. Schleime. Ja, es gibt echt nicht. Ah, Kaninchen, genau. Machen wir doch Kaninchen. Also setzen wir doch mal ein paar Schafe in eine Gruppe. Dann können wir, ja, zum Beispiel hier mal ein paar Frösche hin. Oh, die sind grün. Ich glaube, die sind wegen der wegen kalten Biom grün. Und mal. Wieso geht das nicht? Ich will doch ein Kind. Ja, gut. So, dann haben wir noch Kaninchen. Die mache ich mal hier oben hin. Oh ja. Okay, Angora. Schön. Gut, dann sind wir leider schon wieder fertig. Ja, gut, Rollenspiel mit den Bewohnern kann ich jetzt auch noch nicht machen. Genau, und die wollen ja auch immer Häuser haben. Ich weiß es nicht, aber ich habe schon immer Probleme, genügend Häuser zu haben direkt am Anfang. Weil die auch ein bisschen dauern und so. Es geht nicht so schnell, wie die immer verlangen. Okay, er braucht Stein. Aber gut, sind wir einfach dieses Mal im Kreativmodus und da können wir die Sachen einfach kurz cheaten und haben es gelöst, aus der stundenlang zu farmen. Ich denke, die meisten, also ich habe nachgeschaut auch ein bisschen, die meisten machen das im Kreativmodus, ja. Damit es halt einfach nicht so extremst lange geht. Ständig zu farmen, also es, jo.
Und ja, wir haben ja im Livestream auch schon ein bisschen Survival noch gemacht. Wir könnten What's it today noch then? irgendwo hingehen, wo wir wirklich ungestört dann Survival machen können. Aber ich muss ja hier bleiben, zum, dass die Gebäude auch gebaut werden. Sonst wäre es ja kein Mine-Colonies Let's Play, sondern ein Survival Let's Play. Oh, hier haben wir ganz viel Holz. Interessant. Ob das irgendwie dann zu einem Turm wird oder so. Aus. Eine Palisade. Er braucht jetzt momentan nichts mehr, scheinbar. Wo platziert er jetzt den Stein? Da oben. Sehr interessant, weil er hat ja überall Stein. Wie die Kohle hier so schön parallel steht. Hey, jo. Gibt es irgendwelche Themen, die ich sagen kann? Ich habe ja jetzt drei Projekte, oder? Minecraft-Projekte. Und ja, dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, welches der drei Projekte ihr mehr sehen wollt. Weil jetzt momentan mache ich das so, dass ich einfach Aufnahmen von einem Projekt mache, die hochlade und dann, wenn die hochgeladen sind, ein anderes Projekt dann weitermache und so. Und ich kann ja zwischendurch. Also ich kann ja die Videos dann immer sofort benennen, dann weiß ich genau, welches Projekt ich muss ich sowieso anschauen und währenddessen halt wirklich gut schauen und dann kann ich das eigentlich machen. Mehrere Projekte, also in jedem Projekt einen Part aufnehmen und es ein bisschen besser kennzeichnen. Und dann habe ich auch keinen, dann ist nicht plötzlich das falsche, der falsche Titel da. Aber was machst du jetzt gerade? Du bist jetzt am Cobblestone verteilen? Aber wo? Ich sehe nicht, dass du baust. Hallo, Sakani. Bitschöne. Ich wusste, die cheaten, die teleportieren sich. Und was machst du jetzt? Das Pferd ist hier. Das eine. Die Frösche sind sehr interessant. Ja, ich. Könnten ja weiß sein, oder? Getarnt wie der Schnee. Aber sehr interessant. Aber vor allem bei den Screenshots von den Thumbnails und so habe ich immer so eine schlechte Übersicht. Ich muss immer alle in Ordner packen, die ich schon gemacht habe. Außer einen, oder damit ich noch richtig benenne und so. Die richtige Nummer weiß. Arsenophyrit. Muss ich noch danach googeln, was das genau für ein Stein ist. Sieht sehr interessant aus. Ja, dann machen wir zwischendurch einfach noch ein bisschen Survival. Bei Pixelmon ist es zum Beispiel sehr cool, Survival, weil man einfach nicht so gegen Monster kloppen muss und ständig irgendwie. Jo, farmen muss. Man bekommt viele Blöcke von diesem Pixelmann. Ah, hier unten ist auch ein bestimmter. Galena. Sieht das wie Saphir? Gut, gut, gut. Jetzt platziert er wieder Koppel. Keine Ahnung, wo. Ah, hier hat er noch ein Steinziegel hier. Ja, ich bin ja seit ungefähr 2 Wochen wegen Migräne ja, nicht so imstande, sehr viel aufzunehmen. Jetzt habe ich gestern Abend auch keinen Part aufnehmen können. Heute geht es mir wieder ziemlich besser, aber ich spüre halt die Migräne und den starken Druck auf dem Nasenbein oben oder ein bisschen drüber. Und trotzdem komme ich immer wieder gut. Doch wieder zum Aufnehmen und ja, es ist, macht wirklich Spaß, dann immer wieder ja, etwas zu erleben in den Parts. Für mich ist wirklich das Aufnehmen eine Lieblingsbeschäftigung. Ich kann auch immer schön reden mit euch, also über Sachen reden und ihr hört's. Und jo. Genau. Es ist eben eine sehr tolle Beschäftigung für mich.
das Let's Playen. Und ich möchte ja wieder anfangen zu livestreamen. Ich habe ja jetzt wegen der Migräne Pause gemacht und ja, es ist schon anstrengend, überhaupt 30 Minuten zu reden. Es kann noch ein bisschen dauern oder vielleicht auch heute Abend schon. Für mich ist es wahrscheinlich schon vorbei dann. Ah, hier hat er wieder einen Block platziert. Ein Erdblock. Und ein Halfstep, kann das sein? Ja, da. Cool. Da hat jetzt keinen Erdblock platziert. Vielleicht da unten. Ja, vielleicht den. Aha, Koppel. Gut, und jo, jetzt weiß ich gar nicht auswendig, wie viele Aufrufe dieses Projekt hat, aber es lohnt sich allemal, wirklich da weiter viel zu machen. Und eben wenn die Leute, die wirklich mich schauen, auch natürlich schreiben, ja, ich möchte gerne von dem mehr sehen und so, das macht mir überhaupt nichts aus, ich setze das um. Weil ich will ja für euch da sein und es ist für mich nicht mehr Arbeit, sondern einfach auch ein bisschen Sicherheit. Jo, es gefällt euch und es lohnt sich, unsere Sachen. Einfach eine Motivationsspritze. Bei mir dürft ihr immer auch kritisieren, wenn mal irgendwas nicht gut ist. Und ja, es ist halt meistens auch das Spiel, ob es jetzt wirklich auch Spaß macht, zuzuschauen und so. Ihr müsst euch nicht zwingen bei mir, also ihr müsst nicht zwangsmäßig mir zuzuschauen, um mir wirklich zu helfen oder so. Es kann euch, ja, auch bequem sein und toll sein, zwischendurch einfach zu schauen oder, ja. Vielleicht interessiert es ja, vielleicht habt ihr ein bisschen Interesse, was gerade passiert in dem Mod oder so. Oder in dem Spiel. Und das finde ich auch immer schön, dass das doch ein bisschen auch ausgeglichen ist in die Projekte. Außer dass Last Epoch natürlich sehr beliebt ist und Champions of Regnum. Gibt es doch auch zum Beispiel Diablo 2 Remoded, wo noch sehr beliebt ist und manche Parts von Minecraft. Das ist jetzt ein Pixelmon-Part. Es ging irgendwas mit einer Stadt, also mit einem Ziegelsteinstadt und ja, es sind zwei Parts, aber der zweite Part davon war sehr interessant, also ja, vielleicht sollte ich einfach mehr die Titel auch ein bisschen beschreiben. Oh, ein Blatt, das heißt, hier kommt ein Baum, da drüben dann auch, ich hoffe es auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon ein bisschen höher, sieht schon geil aus, also die haben echt Talent, weißt du, so aus dem Nichts. Irgendwie, jo, Ideen, oder? Was eigentlich für mich sehr interessant ist, oder? Also jetzt zum Beispiel einen Baum hätte ich jetzt nie gedacht, dass sie jetzt hier einen Baum hinsetzen, weil das ja eher ein steiniges Volk ist und so. Also dann ist das dort auch ein Baum, ne? Gegenüberliegenden Seiten, sehr interessant. Was macht er jetzt? Ich komme gar nicht mal so zu Themen. Hier ist ja schön, auch ein bisschen Erde. Hier fliegt auch ein Block sozusagen noch. Ich denke auch später. Jetzt ist er hier drüben und dann plötzlich, okay. Was er auf den Ecken baute und ich hoffe, hier oben kommt auch etwas Kleines, vielleicht noch kein Dach oder so. Rauf. Aha. Aha. Ist hier dann Wasser drin? Ist das ein Brunnen? Hey, sehr interessant. Schön, schön. Also da in diesem Projekt habe ich sehr viel Motivation. Wie sehen dann die Städte aus? Was können wir im Survival dann auch noch bauen? Vielleicht einfach eine Stadt aus dem Kopf, ohne NPCs. Oder mal eine Stadt komplett umbauen dann später, wenn das geht, wenn die NPCs das noch alles erkennen. Werden sie sicher, oder? Jetzt nicht unbedingt. Also hier schaut der Mod, ob er überhaupt rüberkommt oder so. Genau, weil jetzt geht er rüber, aber er baut das halt immer wieder ab. Sonst müssen wir halt einfach noch tiefer graben. Könnten wir eigentlich hier schon gut machen.
Also noch eins. Aber eben das Haupthaus muss dann halt einfach später nochmals hingebaut werden. Aber das kann ich ja rausschneiden. Also das kann ich ja nicht auf, muss ich nicht aufnehmen. Und ich messe einfach ab, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das sind, glaube ich, 11. Also wenn man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, das sind 11. Also 11 Blöcke weiter oben setzt, dann gräbt er nicht drunter. Also mache ich alles zu. Ich weiß nicht, habe ich Word-Edit drin in diesem Modpack? World. Edit. Ich tue einfach mal probieren. Wird wahrscheinlich nicht so sein. Doch, ist drin. Gut. Ich habe noch irgendwas ganz am Anfang im ersten oder zweiten Part mal ausprobiert. Ah, das war im Livestream im Survival-Modus, ja. Und da habe ich dann einfach gedacht, ja, okay, na klar, muss ja sein. Gut, und jetzt geht er hier. Nein, das ist die andere. Jetzt geht er wieder. Okay, er hat irgendwie ein Problem scheinbar oder so. Braucht noch einige Zeit. Ah, er hat hier Athletik 9 und Anpassungsfähigkeit 10. Ich glaube, es geht nicht höher als 10 durch den Job jetzt bekommen. Erfülle. 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 So, also, was war's? Cobblestone. Es war Stein und Cobblestone. So, nehmen wir mal das Brot raus, wenn er das nicht isst. Okay, er macht weiter. Und Erde. So, geben wir das direkt. If you say so. Das ist cool, wie das dieser. Er hat ja genug Erde. Hat noch mehr, will noch mehr Fine Erde. morning, isn't it? Okay. Scheinbar ist fertig jetzt. Also er baut weiter, das ist gut. Aber der Baum möchte ich hier sehen. Bitte bauen. Bau den Baum. Mach hier Wasser rein am besten. Okay, setzt noch mal Erde. Aha. Es ist halt eine Falle. Also ich habe auch schon mal den Baumeister, also Bauarbeiter, hier mal drin stecken sehen. Und auch irgendwo unten. Aha, jetzt kommen wieder Treppen. Schön. Ich finde es cool, wie so die Seite jetzt geht und hier die Treppe kommt. Für was ist das Wasser, was auch ein bisschen schwebt hier und so? Genau. Oh, ich freue mich so aufs Haus oben. Es muss irgendwie so richtig, wie heißt Machu Picchu? Da dieses Ding. Habt ihr gewusst, dass dieses Machu Picchu wegen Touristen so offen ist. Das war mal ganz verdeckt von Büschen und Bäumen und alles Mögliche. Das sah richtig natürlich uralt aus, oder? Von wo, wann war das? 14. Jahrhundert oder noch früher? Auf jeden Fall noch früher. Und das ist dann mit der Zeit natürlich so mega verwachsen, dass man halt es fast kaum sah. Und durch die Touristen, dass die etwas sehen, wie das so war, haben die alles entfernt, was aus Pflanzen oder aus Schmutz war, aus Erde. Sieht jetzt voll clean aus. Ich würde jetzt niemals dorthin gehen, um zu sagen, ja, wow, so sah das aus damals. Ich bin ein Tourist und ich denke nichts über Forschung und Ausgrabungen an. Ich finde es einfach
für Touristen müssen diese Ausgraber das nicht entfernen. Die hätten das lieber gelassen. Außer sie brauchen es für Forschungszwecke natürlich auszugraben. Aber ich möchte lieber etwas anschauen, was natürlich ist, als irgendwie von Menschen manipuliert. Und ich bin ja sowieso nicht gerade ein Mensch, der die ganze Zeit irgendwie unterwegs sein kann. Bin halt einfach einer, der. Ja, lieber ein bisschen. Okay. Schade, dass diese Blätter hier hinten wechseln. Ah, hier oben willst du lieber die Blätter. Ja, sieht auch besser aus. Gut. Aha, und hier drüben kommt nochmals ein Baum. Und dort auch dann. Weil da ist ja das Loch hier, also dass der Baum einfach drüber geht. Sehr interessant, lieber Bauerwald. Also ich würde es cool finden. Zum Beispiel hier in der Schweiz sind die Ruinen der Burgen und so, sind noch ziemlich ja, dreckig und verwachsen und so. Und das restaurieren sie auch wieder. Also bei uns gibt es die Römerstadt Augusta Raurica. Und dort sind eigentlich alle Gebäude, die sie so. Okay, eins nicht. Das Hauptgebäude, das ist die Ratskammer. Die wurde nachrestauriert. Die ist, glaube ich, zerbrochen irgendwann mal oder so. Oder mit der Zeit. Die haben sie so hingestellt, als wär sie damals. Lol. Ja, so. Gewesen, oder? Einfach eine Mauer, eine Seite. Und jo. Sonst ist eigentlich ziemlich, ja, schon ein bisschen sauberer, aber nicht unbedingt so. So eins zu eins neu abgebildet und ja. Ziemlich cool. Okay, hier kommt jetzt ein Stein, aber hier kann man immer noch runterfallen und stecken bleiben. Muss man ja alles abreißen. Cool. Schön, also ich liebe es irgendwie zuzuschauen. Er macht es halt einfach Meter auf Meter immer wieder. Also nicht realistisch. Aber ja, das kann man ja kaum umsetzen. Wäre schon cool, wenn er so bauen würde wie Spiele, aber einfach viel besser. Dank dem guten Modder oder der guten Community, die das gemacht haben. Also ich finde vor allem auf große Sachen ist es immer sehr schwierig, etwas aus dem Kopf zu planen oder Rundungen zu machen oder bestimmte Fensterverzierungen, die nicht so eins zu eins umsetzbar sind, die man ein bisschen testen muss. Und dann sehen so Gebäude, die vorgerendert sind, also vorgebaut sind, immer schöner aus. Also man muss viel noch verändern am Gebäude, damit es wirklich schön aussieht. Und ja, vor allem realistisch, oder? Unsynchron zum Beispiel. Damals, 2011 oder so, kam es auf, dass alle irgendwie synchron gebaut haben. Und ich hatte damals auf einem Hügel, auf meinem ersten Server, auf einem Hügel ein schönes, ja, fast wie ein Appartement, weil ich recht viel Platz damals brauchte. Ich habe so viele Ideen gehabt. Und so ein wirklich, also für mich war es fast so ein Zuhälterpalast oder. Ich weiß es nicht, es sah so aus wie so ein Mafia-Gebäude oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, ja, altmodisch, sozusagen eine altmodische Villa, große Villa aus Spanien oder so. Und ich hatte echt lange daran gearbeitet und immer wieder ein bisschen verbessert. Ich war richtig stolz damals. Und ja, hatte nichts synchron. Also vielleicht die Fenstergrößen oder so, aber. Sah richtig schön aus. Und irgendwann mal habe ich auch noch mal so ein kleines Projekt von ein paar YouTubern gesehen.
die nicht gut waren von den Abonnenten her oder so, aber richtig schön gebaut haben. Und die haben damals ein spanisches Gebäude, also so eine Villa gebaut. Und das sah auch wirklich fast nach dieser Villa dann wieder aus. Und das hat mich dann wieder ein bisschen mega motiviert, wieder schön bauen zu wollen. Und mittlerweile habe ich echt nicht mehr so die Gebäude fertig geschafft zu bauen, weil es einfach zu aufwendig wurde. Oder man hat viel zu große Ansprüche. Jetzt sehe ich einfach, wie schön auch so kleine Bäume und so sein können. Was ist das hier? Ah, das ist sie mit der Schrift. Das ist die eine. Das ist die Alia. Die andere ist die Raven. Genau, die Raven habe ich immer gesagt. Ist die aus Gothic? Nacht des Raben? Gothic 2, die Nacht des Raben? Tja, Raven, der Banditenkönig. Ach Mann, ich muss dieses Gothic 1, 2 und 3 auch wieder mal spielen und let's playen. Ja, jetzt habe ich momentan zu viele Projekte leider. Geht leider gar nichts gut momentan. Der braucht ewig zum Bauen, ey, mein Gott. Jetzt ist der Part schon bald wieder fertig und der baut immer noch. Wie ich? Also ist, wenn man schön baut, dann braucht man ewig. Aber es macht so viel Spaß. Ich kann jetzt nie mehr sagen, dass mir irgendwas zu bauen nicht Spaß macht. Zum Beispiel mein Bambusturm da auf dem Minecraft-Server von mir jetzt momentan, Drahudia. Der ist auch ziemlich aufwendig. So viel Bambus, wie wir brauchen. So viel Holz und so viel, jo, noch andere Dinge. Also jetzt muss ich erstmal wieder die Blumen, diese Sporenblüten, glaube ich, heißen sie, wieder suchen. Dann muss ich dann wieder irgendwelche Dekorationen suchen, wie zum Beispiel auch die Terrakotta. Da habe ich jetzt gar noch nicht ausgesucht, welche Farbe, aber wir haben ja gelbe gefunden. Die werde ich vielleicht verwenden dort, weil der Bambus ja auch ein bisschen gelb ist oder orangen. Ja, die roten Keramik habe ich ja. Genügend hoffentlich. Gibt viele Sachen, oder? Vor allem auch Töpfe mit Bambus dann drinnen und so. Ich finde, Bambus ist wirklich der beste neueste Block. Den kann man einfach so viel verwenden. Ja, sonst gibt es auch nicht wenig. Und auch im 1.21 werden wenig Blöcke eingefügt. Müssen wieder mehr Blöcke eingefügt werden. Deshalb freue ich mich auch immer so riesig, auf Mobpacks zu spielen. Es gibt so viele Blöcke. Also, ja, das könnte man mit dem Block zum Beispiel machen. Ein Swimmingpool. Wir könnten einen Swimmingpool machen. Mit dem hier weiß ich ein bisschen weniger. Schade, dass man das eigentlich drehen kann. Das sieht dann immer dann gleich aus. Aber gut, jo, irgendwas können wir sicher. Es ist hier eine Mauer, aber immer noch so ein Loch. Ich falle immer noch runter. Aus Testungszwecken. Aus Testzwecken. Jo. Aber gut. So, jetzt ist aber bald hier oben. Im nächsten Part sehen wir dann, wie er oben weitermacht. Aber jetzt tun wir noch kurz noch hier fertig schauen. Diesen Meter. Diesen Höhenmeter muss noch fertig werden. Ja, jetzt sehe ich aber meine Tiere auch wieder nicht. Die verteilen sich so schnell. Wo sind die Frösche hin? Also eine Frosch ist sicher noch versteckt. Ah, hier ist ein Frosch. Und hier ist auch wieder ein Frosch. Okay. Wenn man ein bisschen schaut, dann sieht man die Tiere noch. Ja, und dann kommt ja noch der Förster und der Steinbruch dran. Oh, der Baum sieht cool aus. Jo, und dann haben wir eigentlich, jo, mal den Leuten etwas Gutes vor, und zwar die Häuser zu bauen. Also hier kann ich vielleicht noch zwei Häuser hinbauen. Ja, würde vielleicht nur ein Haus reichen. Aber gut. Oh, schön, bist du hier auf dem Baum gelatscht.
Jetzt hast du dich aber eingegraben. Das ist nicht so gut. So. Okay. Man muss auf ihn aufpassen, den Namen. Also gut, ja. Eine halbe Stunde ist vorbei. Dankeschön fürs Zusehen. Im nächsten Part gibt es wieder eine halbe Stunde schönen Content zum Zuschauen. Und ein bisschen reden, ein bisschen diskutieren. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir nicht so viel machen konnten. Aber das ist ja der Mut. Und Hauptsache, ich konnte euch das alles ein bisschen zeigen. Jo. Und ihr werdet nichts vermissen. Gut, tschüss zusammen und ja, viel Spaß noch. Bye.